Bei wie vielen ganzen Zahlen zwischen 1000 und 2000 sind die Ziffern streng aufsteigend angeordnet? 1689 ist zum Beispiel eine solche Zahl, weil 1 streng kleiner ist als 6, 6 ist streng kleiner als 8 und 8 ist streng kleiner als 9. Nennen wir kleine n die Anzahl solcher Zahlen, die wir suchen. Alle diese Zahlen, die wir suchen, haben als Tausenderziffer die 1, weil sie ja alle zwischen 1000 und 2000 liegen. Schauen wir zuerst alle Zahlen, die mit 1, 2, 3 beginnen. Das sind diese 6. Alle Zahlen, die mit 1, 2, 4 beginnen, das sind diese 5. Alle Zahlen, die mit 1, 2, 5 beginnen, das sind diese 4. Die Zahlen, die mit 1, 2, 6 beginnen, sind zu dritt. Es gibt zwei Zahlen, die mit 1, 2, 7 beginnen und eine einzige Zahl, die mit 1, 2, 8 beginnt. Wie viele Zahlen haben wir in dieser ersten Spalte? Es sind 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Also so viele. Jetzt untersuchen wir die Zahlen, die mit 1, 3, 4 beginnen. Deren gibt es 5. Die Zahlen, die mit 1, 3, 5 beginnen, deren gibt es 4. Die mit 1, 3, 6 beginnen, sind zu dritt. Die mit 1, 3, 7 beginnen, davon gibt es nur 2. Und es gibt eine einzige, die mit 1, 3, 8 beginnt. Und somit befinden sich in dieser zweiten Spalte wie viele Zahlen? Es sind 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Also so viele. Und so überlegen wir weiter bis zu dieser letzten Zahl. Und zu dieser Summe werden noch diese vier Zahlen addiert. Die gesuchte Zahl n ist also die Summe von diesen sechs Zahlen. Das heißt 21 plus 15 plus 10 plus 6 plus 3 plus 1. Und das macht 56. Demzufolge ist Antwort A die richtige. Im nächsten Tutorial beantworten wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade.